Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist ein Live-Mitschnitt von einem Interview, was ich gegeben habe zum Thema Selbstvertrauen. Dort erzählen wir so ein bisschen von unserer eigenen Geschichte, was Selbstvertrauen für uns ist, wie man Selbstvertrauen erlangen kann. Und es ist so ein Expertengespräch zwischen mir und meiner lieben Maxine, die auch als Expertin in meinem Online-Workshop jetzt im Juni dabei sein wird. Also schaut euch das sehr, sehr gerne an. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Finde Deinen Weg Show. Ich bin Maxine von Curie Catalyst und ich habe heute zu Gast die wunderbare Julia. Hallo Julia. Hallo, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich riesig, denn wir wollen ja das Thema Selbstvertrauen stärken, vertiefen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Julia ist ein wunderbarer Mama-Coach. Wir arbeiten seit einem Jahr sehr, sehr eng zusammen. Und ich wollte sie hier in die Show holen, um euch nochmal Einblicke auch in ihre Coaching-Arbeit zu liefern. Sie startet nämlich nächste Woche einen richtig coolen Online-Workshop zum Thema Selbstvertrauen. Und was genau das mit dem Thema auf sich hat und ihre Tipps, die wollen wir ihr heute entlocken. Deswegen schön, dass du dabei bist und zuhörst und schön, dich dabei zu haben, Julia. Dankeschön. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich, so deine Geschichte auch in Kombination mit dem Thema Selbstvertrauen, bitte. Also ich bin mittlerweile Mama von 2 Kindern und in meinem Leben hat sich fast alles komplett verändert, seit ich Mama bin. Und es sind wieder auch ganz, ganz wichtige Themen in mein Leben getreten, weil meine Kinder sind da ein ganz großer Motivator für mich für Veränderungen. Wenn ich etwas Positives verändern möchte, ich stelle mir immer die Frage, wie möchte ich meine Kinder erziehen? Und dann kam zum einen dann irgendwann natürlich das Thema auf, ich möchte selbstbewusste Kinder erziehen, die ein starkes Selbstvertrauen in sich selbst haben. Und wie kann ich das machen, indem ich in diesem Bereich ein gutes Vorbild bin? Also habe ich angefangen, mich selbst damit auseinanderzusetzen und zu merken, okay, dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein hat in den letzten Jahren extrem, extrem, extrem gelitten. Mhm. Und bin dann so Schritt für Schritt den Weg gegangen, bis hin dazu, dass ich jetzt sagen kann, ich habe mein Selbstvertrauen extremst gesteigert. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, viel, viel offener und freier geworden. So schön. Ja, und das merkt man auch so, wie sich das verändern kann, wenn wir mehr zu uns selbst stehen. Weil das heißt ja Selbstvertrauen. Dieses, ich stehe zu mir, zu dem, wie ich bin, wer ich bin und was ich kann und auch was ich nicht kann, zu meinen ganzen imperfekten Aspekten, genau, und Eigenschaften, die ich habe. So schön. Auch ein spannender Punkt, dass wir ja ganz oft auch das Thema Selbstvertrauen von unseren Eltern und unseren eigenen Vorbildern sozusagen kopieren. War das bei dir auch der Fall, dass du aufgewachsen bist mit Vorbildern, die nicht so selbstbewusst waren? Genau, genau. Mhm. Das war genau der Fall. Und ich habe aber gesagt, ich möchte das für meine Kinder anders haben. Und was hat mich so ein bisschen daran gehindert, so selbstbewusst und Selbstvertrauen zu haben? Mir fehlte das entsprechende Vorbild. Ich bin nicht so aufgewachsen. Mhm. Und deswegen ändere ich das jetzt für sie. Ja, so schön. Ja. Und manchmal können wir nicht entscheiden, was wir für Vorbilder haben, als wir klein waren. Aber wir können jetzt sagen, hey, ich will das Vorbild sein für meine Kinder, für meine Freunde, für auch vielleicht sogar jetzt meine Eltern, mhm, um anders mit mir selbst umzugehen, dass sie auch anders mit sich umgehen können und zu sich stehen können. So schön. Genau, also das war meine Vergangenheit, aber so muss meine Zukunft halt einfach nicht aussehen. Ich habe es selber in der Hand, das zu ändern und dann gehe ich den Weg. Ja, das ist so wichtig. Was heißt denn für dich Selbstvertrauen? Ich finde, Selbstvertrauen für viele hat das einen ganz anderen Geschmack, wie ich eigentlich Selbstvertrauen erlebe. Wie ist das bei dir? Wie sieht Selbstvertrauen für dich aus? Also als Mama sehe ich da immer so zwei Bereiche. Und zwar zum einen ist es das in diesem Muttersein, das Selbstvertrauen zu haben, instinktiv auf sein Bauchgefühl zu hören. Wie möchte ich meine Kinder erziehen? Was ist für meine Kinder und für mich das Richtige? Und das dann auch dazu nach außen hin zu stehen. Und da ist es egal, was die Gesellschaft sagt, wie du es eigentlich tun solltest, was deine Schwiegermutter sagt, wie du es eigentlich tun solltest. Du sollst, darfst dafür einstehen, dass dein Bauchgefühl dir die richtige Intuition gibt und dass du danach dann auch leben kannst. Das macht dich so viel freier, wenn du dich frei machst von diesen Beschränkungen, die du dir im Grunde selber setzt. Und das ist für mich dieses Selbstvertrauen, auf sich selbst zu hören und das dann auch wirklich zu leben. Und auf der anderen Seite bist du ja aber auch noch Frau. Du bist ja nicht nur Mutter. Und da auch als Frau, die nun mal Mutter geworden ist, das Selbstvertrauen zu haben, diese Frau, diese weibliche Seite von sich zu leben, also dieser Frau auch den Raum einzugestehen, da sein zu dürfen und sich präsentieren zu dürfen, also auch in Erscheinung treten zu dürfen.
Das ist so schön. Ich erlebe das auch mal mit meinen Klientinnen. Da ist es ja nicht das Thema Mama, aber das Thema Karriere. Und wenn wir jetzt, wenn ich Klienten habe, die sehr in diesem Konzernumfeld sind, dann sind sie ja auch eher so die Arbeiterin, so die the good worker. Und da ist es auch so wichtig, so nochmal so einen Platz zu haben in seinem Leben, auch Frau sein zu dürfen und das voll auszukosten. Ja. Bei mir, ich erlebe immer wieder, dass Leute der Meinung sind, Selbstvertrauen ist dieses, ja, ich kann das, ich schaffe das, ich bin die Beste. Und so wird, habe ich das Gefühl, so wird Selbstvertrauen oft so auch in den Medien so dargestellt. Und für mich ist Selbstvertrauen, hat eine ganz andere Dynamik, sondern es ist so eine leise, so eine innere Ruhe, so eine innere Stabilität, die sagt so, hey, du bist nicht perfekt, aber du gibst dein Bestes und ich stehe zu dir, egal was passiert, ob es jetzt gut ausgeht, ob es nicht gut ausgeht, aber komm, wir schaffen das zusammen. Wir gucken mal, was wir daraus machen können. Für mich ist so das Selbstvertrauen, zeigt sich bei mir und auch oft bei meinen Klientinnen. Und es ist wichtig, mal zu gucken, was wir denn erwarten, wie Selbstvertrauen sich anfühlt, weil dann werden wir öfters enttäuscht, weil das hat oft eine ganz andere Qualität. Kennst du das auch von dir? Genau, also das entsteht ja auch so mit der Zeit. Mhm. In diesem ganzen Prozess, wo du dann auch anfängst, ne, mit Selbstliebe dich zu beschäftigen, auch deine Schwächen anzunehmen, auch anzunehmen, dass du Dinge anhörst, die dir nicht gefallen. Und dadurch steigt automatisch dein Selbstvertrauen, ohne dass du jetzt bewusst dafür was getan hast. Ja, das stimmt. Ich habe früher das Thema Selbstliebe irgendwie, es ging überhaupt nicht an mich, bis ich dann verstanden habe, weil ich ein Thema mit Selbstliebe habe, dass deswegen das Thema nicht an mich rangeht. Mhm. Ja. Was war denn dein erster Schritt oder die ersten paar Schritte, die du gemacht hast, um dein eigenes Selbstbewusstsein zu stärken und mehr zu dir zu stehen? Also ich habe wirklich so in dem allerersten Jahr als Mama, ich habe mich als Person komplett verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was meine Werte sind, was meine Ziele sind, für mich als eigenständige Persönlichkeit. Mhm. Also habe ich angefangen, wieder mehr auf mich zu hören, mich selbst kennenzulernen. Und das habe ich mit Meditation gemacht, halt in sich zu gehen und wieder zu horchen, okay, wer bin ich, was will ich, was möchte ich nach außen tragen, was sind meine Ziele, wie möchte ich leben. Ja. Und dadurch habe ich mich selbst kennen und lieben gelernt und da geht diese Reise los zu mehr Selbstvertrauen, weil ich wieder in mich selbst vertraue. Und dann war der nächste Schritt, das natürlich auch zu leben, das Ganze nach außen zu tragen und sein Leben dahingehend zu verändern, zu verbessern. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten von Meditation. Also ich habe auch lange, 10 Tage Vipassana-Retreat mitgemacht, wo du wirklich 10 Stunden am Tag für 10 Tage meditierst in Stille. Und das ist ja so eine achtsamkeitsbasierte Meditation. Was hast denn du genau gemacht? Also nimm uns mal bitte mit, du saßt dann morgens oder abends so auf deiner Couch. Was hast du da gemacht? Wie sah das aus? Also bei mir wirklich immer abends. Ich bin kein Mensch, der am Morgen gut meditieren kann. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Typen von Menschen. Für mich war immer klar, okay, ich kann mich nicht hinsetzen in Schneidersitz und eine Stunde lang in Stille sitzen und an nichts denken. Und ich musste erstmal mit diesen Vorurteilen abbauen, dass ich ja auch gar nicht an nichts denken muss. Das ist ja auch überhaupt nicht, darum geht es gar nicht. Genau. Und habe dann wirklich damit angefangen, mit 5 Minuten geführten Meditationen von YouTube. Damit komme ich super gut klar, dass dir wirklich jemand hilft, dich auf deinen Atem zu fokussieren, der dir erklärt, es ist völlig okay, wenn Gedanken kommen, halt nur nicht an denen fest, sondern lass die einfach vorbeiziehen. Mhm. Und dann kannst du ja auch, je nachdem, was vielleicht ein Thema ist, was dich interessiert, eine entsprechende geführte Meditation dazu machen. Und mittlerweile, nach so ungefähr 1,5 Jahren, die ich jetzt wirklich regelmäßig meditiere, kann ich mich auch wirklich hinsetzen, mich quasi selbst zur Ruhe bringen, selbst in diese Meditationsphase bringen und da auch eine Stunde in Ruhe sitzen. Aber das ist ein Prozess und das darf man nicht von vornherein von sich verlangen, dass das plötzlich so gehen muss. Ja, das hast du schön angesprochen. Es geht nicht darum, nicht zu denken, weil das passiert nicht, darum geht es überhaupt nicht, sondern zu merken, ich bin gerade in Gedanken verhaftet und jetzt sich wieder zurück in den jetzigen Moment zu holen. Das ist ja so das Ziel davon. Mhm. Und wie hat das bei dir funktioniert? Also wenn wir mal so in die Dynamik reingehen. Also du hast dann angefangen, dich wieder zu spüren, zu erleben, zu gucken, okay, was zeigt sich denn in dir? Wie ist da die Beziehung zu dann dem Selbstvertrauen? Kannst du da nochmal reingehen? Weißt du, was ich meine? Genau, also ich habe dann einfach wieder ein Gespür für mich bekommen, für mich als Person, für das, was außerhalb dieses Mama-Seins ist. Und habe dann natürlich ein Selbstvertrauen aufgebaut, indem ich gesagt habe, okay, ich bin zwar hier auch Mutter, ich kann aber durchaus
vor allen Dingen halt auch durch mein Aussehen meine Persönlichkeit nach außen tragen und darf mich das auch trauen. Nur weil ich Mutter bin, muss ich mich hier nicht zurücknehmen. Und ich habe auch das Selbstvertrauen gegenüber anderen Leuten dafür einzustehen, wie ich mein Leben lebe, dass ich mich dann plötzlich zum Beispiel halt auch selbstständig gemacht habe. Dass ich rausgegangen bin und auf YouTube war, das ist auch so ein, das war auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt hin zu mehr Selbstvertrauen. Einfach, ich habe Lust darauf, das fühlt sich gut für mich an, also mache ich das. Und dabei kann mir egal sein, was mein Nachbar oder die Frau beim Bäcker darüber denkt, solange es sich für mich gut anfühlt und ich damit mit niemandem wehtue. Ja, für mich bist du auch echt so eine Powerfrau, die das alles so richtig krass durchgezogen hat. Hattest du auch so Phasen, wo du gesagt hast, oh, was denken die Leute über meine YouTube-Videos, weil du hast ja einen ganz tollen YouTube-Kanal. Was denken die Leute da über mich oder gucken die mich schief an? Gab es da so Phasen bei dir auch? Also ich war froh, dass ich da in der Entwicklung mit meinem Selbstvertrauen schon ein Stück weit war. Dass ich mir nie so krass Gedanken darüber gemacht habe. Aber es kommen oft Leute und fragen mich, wie kannst du das, wie kann dir das nicht wichtig sein oder wie kannst du nicht darüber nachdenken? Und ich tue es wirklich einfach nicht. Mhm. Ich denke nicht darüber nach. Ich weiß, dass die Kassiererin im Supermarkt meine Videos guckt. Ich denke aber nicht darüber nach, was sie über dieses oder jenes Video denkt oder was ich dort vielleicht gesagt haben könnte. Weil alle Videos, die ich nach außen gebe, mit denen kann ich so leben. Die fühlen sich für mich gut an. Und dann verliert das für mich an Wert, was da irgendjemand Fremdes ins Detail darüber denkt. Ja. Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Das ist echt so ein Prozess. Am Anfang wird sich das unangenehm anfühlen und am Anfang denkst du auch darüber nach. Egal, ob du jetzt einen neuen Job hast, wo Verwandte, Freunde, Familie was darüber denkt oder ob das ein kreatives Projekt ist, was du anfängst umzusetzen. Am Anfang ist oft dieser innere Kritiker da, der sagt, boah, ist das gut, was denken die anderen? Der sich aber wirklich verändert mit der Zeit, wenn du mehr innere Stabilität findest. Ja. Was hat denn dir nach der Meditation noch geholfen? Was hast denn du noch für ein paar Tools für uns, die wir nutzen können, wenn wir sagen, hey, wir wollen unser Selbstvertrauen stärken? Also zum einen bin ich natürlich dann auch in die Umsetzung gegangen. Mhm. Also es bringt natürlich nichts, mir im Klaren darüber zu werden, was ich möchte und wer ich bin, wenn ich das dann nicht nach außen trage und auch umsetze, meine Ziele verwirkliche. Und umso näher du deinen Zielen kommst, beziehungsweise erste Ziele erreichst, da wächst ja dein Selbstvertrauen auch wieder stetig. Und dann habe ich neben der Meditation dann auch angefangen mit Yoga, weil dich das dann auch wieder so in deine innere Mitte holt. Es zentriert dich so ein bisschen, es zentriert auch deine Gedanken, was da auch immer Schönes ist, ne? Regelmäßig zu reflektieren. Einfach auch zu schauen, okay, was ist passiert, was ist da schiefgegangen, warum habe ich mich da nicht gut gefühlt, was kann ich anders machen? Und das ist einfach so ein Prozess. Und wenn du dann merkst, okay, das ist genau der richtige Weg für mich, genau so funktioniert mein Leben für mich, dann steigt dein Selbstvertrauen, ohne dass du aktiv was für dein Selbstvertrauen tust. Ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich sage auch immer zu meinen Klienten, dass wir oft das Gefühl haben, wir brauchen Selbstvertrauen, um irgendwas zu tun. Sei es jetzt der Jobwechsel, ein Projektbeginn, jemanden um irgendwas fragen. Wir denken immer, wir brauchen dieses Selbstvertrauen. Aber wir haben das falsch herum in unseren Köpfen, weil Selbstvertrauen ist das Ergebnis, wenn wir aktiv geworden sind und nicht die Voraussetzung dafür. Wenn wir darauf warten, dass wir Selbstvertrauen haben, bevor wir irgendwas tun, das funktioniert einfach nicht, sondern Selbstvertrauen kommt danach, wenn wir uns getraut haben, das zu tun. Und das braucht so eine Überwindung und auch ein Zulassen, finde ich, von diesen Gefühlen von Unsicherheit, Zweifeln und manchmal auch von Angst. Genau, und an dieser Stelle kann man ja nochmal sagen, also ich hatte das auch selbstverständlich, hatte ich immer mal wieder Zweifel und ich hatte Ängste gerade auch zu Beginn. Aber das ist wichtig, das auch zu spüren und das auch zuzulassen. Ja, und da finde ich auch, also ich bin auch jemand, der ab und zu meditiert, manchmal regelmäßiger, manchmal nicht. Es ist auch ein tolles Tool für mich auch immer gewesen, weil durch diese Meditation du einfach mit deinen Gefühlen sitzt. Du drückst sie nicht weg, indem du dir irgendwie ein Croissant irgendwie reinschiebst oder dich mit irgendwas zuballerst, sondern du sitzt mit deinen Gefühlen da und gibst denen Raum. Und das ist so ein wertvoller Prozess, dass du lernst, hey, ich kann Angst haben, aber es überwältigt mich nicht. Ich kann Frustration spüren, weil es gerade nicht funktioniert oder weil ich mich nicht traue. Aber es ist okay. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie bedroht. Genau. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Im Grunde darfst du das ja sogar und sollst das ja. Also Gefühle nicht unterdrücken, sondern die Gefühle kommen lassen, dir ansehen, was sind da für Gefühle. Ja. Dann kannst du es ja auch viel, viel besser einordnen. Sie sind einfach ein Teil von dir. Und wenn du diese Teile von dir unterdrücken würdest, würdest du ja wieder nicht frei leben und voller Selbstvertrauen leben.
Ja, genau, weil das funktioniert nicht mit diesen Gefühlen nach unten drücken. Das ist, da tun wir uns wirklich selbst will und wir hindern einfach unseren Prozess. Genau. Weil wir uns dann einfach, ja, das nicht erlauben. Hast du so eine Geschichte zum Thema Selbstvertrauen? Also wir haben alle mal so diese peinlichen Geschichten, die ich so liebe. Hast du auch vielleicht eine Geschichte zu uns zum Thema Selbstvertrauen? Also wenn man mich jetzt, glaube ich, so sieht oder auch mir im echten Leben begegnet, würde man, glaube ich, nie vermuten, dass ich wirklich in der Schule, also in den letzten Jahren, bevor ich mein Abitur gemacht habe, zu den Mädchen gehört habe, die lange blonde Haare hatten und sich so gekleidet haben wie 80% der anderen Mädchen. Das war mir super wichtig. Ich habe mir rausgeguckt, okay, wer gefällt mir, wer kommt gut bei den Jungs an, so will ich aussehen. Das habe ich 1:1 kopiert. Mhm. Ich war nicht ich, ich habe da nicht Persönlichkeit nach außen getragen. Ich habe einfach jemanden kopiert und ehe mir das aufgefallen ist und ich diesen Kreislauf unterbrochen hat, das hat nochmal eine ganze Weile gedauert. Und dann natürlich herauszufinden, okay, und wer bist du wirklich und wie möchtest du dich nach außen geben und zeigen? Ja. Super lustig. Ach, das ist so lustig, was wir so machen, nicht? Weil wir einfach dazugehören wollen und wir haben Angst haben, wir selbst zu sein, weil wir es auch gar nicht so ganz greifen können oft, ja. Ich habe eine peinliche Geschichte, das ist echt peinlich. Ich habe damals lange Blog geschrieben, als ich noch in England gelebt habe und wurde dann eingeladen, bei einem Online-Kongress zum Thema Selbstvertrauen dabei zu sein und einen Vortrag zu halten online. Und damals war ich am Reisen, in der Zeit sogar noch, genau. Und ich habe mich da nicht getraut, diesen Online-Kongress zu halten. Also ich habe mich nicht getraut, über Selbstvertrauen zu sprechen, weil mir das Selbstvertrauen gefehlt hat. Und das war so ein peinlicher Moment. Aber jetzt im Nachhinein muss ich einfach schmunzeln, weil ich so viel gelernt habe durch diese Situation, wo ich mich nicht getraut habe, was jetzt einfach ja so hilfreich ist für meine Klienten, weil die ganz genau in der gleichen Situation sind. Die spüren, die wollen was machen, aber sie trauen sich nicht ganz. Ja. Ja, wir waren alle schon da. Also wenn du dich gerade so fühlst, du bist nicht alleine. Wir kennen das alle nur zu gut. Julia, du hast ja Ende nächster Woche fängt ja der Online-Workshop an, bei dem ich ja auch als Gast auch dabei bin, als Gastexpertin. Erzählst du uns ein bisschen was darüber? Was erwartet uns in dem Online-Programm? Genau, also das sind dann 4 wirklich sehr, sehr intensive Wochen, die wir zusammen an dem Thema Selbstvertrauen arbeiten. Und in dieser Zeit wird es 2 gemeinsame Coaching-Sessions geben via Skype, wo du dann auch dabei sein wirst. Mhm. Und es wird für die Mamas, die dabei sind, es wird Übungen geben, Meditation geben, ganz viel Input, so wie auch jetzt einfach so zum Nachdenken, auch so dieser Erfahrungsaustausch und dieses Wissen, okay, ich bin damit nicht alleine. Deswegen macht es das so schön, wenn man in so einer kleinen Gruppe arbeiten kann. Und wir haben dann auch immer eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich während der Zeit halt wirklich sehr intensiv austauschen kann und auch gerne dann darüber hinaus. Und machen das bewusst in so kleinen Mama-Gruppen, damit wir halt wirklich sehr intensiv miteinander arbeiten können. Super schön. Also wirklich spezialisiert nur für Mamas, die jetzt ihr Selbstvertrauen stärken wollen. Du machst es ja regelmäßig, diese Gruppenprogramme, immer zu einem anderen Thema. Und jetzt kommt nächsten Monat das tolle Thema Selbstvertrauen dran. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Wie mache ich denn mit und wie viel kostet denn das Ganze? Wenn jemand sagt, hey, ich bin Mama, ich habe Lust drauf. Wie gehe ich da vor? Genau, also einfach mich kontaktieren. Wir werden hier drunten meine E-Mail-Adresse reinsetzen. Ansonsten auch, wenn man mir auf Instagram, YouTube folgt, da kann man mir ja auch immer schreiben. Da kann man mir auch nochmal Fragen stellen, wenn man sich jetzt vielleicht nicht ganz so sicher ist oder noch Fragen zum Prozedere hat. Und dieser Online-Workshop im Juni, die 4 Wochen, die kosten dann 47 Euro. Super. Sehr, sehr schön. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich weiß, du machst ganz wunderbare Arbeit, die ganz stark gebraucht wird und bin da sehr gerne auch immer dabei. Genau, wo findet man dich denn noch, wenn jemand sagt, oh, Julia, finde ich klasse, ich möchte gerne mehr von ihr hören, wo finden wir dich? Du bist ja fast überall. Also auf YouTube natürlich, dort heißt mein Kanal Frau Farbenfroh, genauso auch auf Instagram, wo ich auch wirklich so täglich Einblick in mein Leben gebe. Und ich habe auch, da kann man sich gerne für anmelden, WhatsApp-Impulse gebe ich regelmäßig, kann man sich für eintragen und dann erhält man immer mal wieder Sprachnachrichten von mir mit tollen Impulsen, Denkanstößen und Übungen. Den kann ich sehr empfehlen. Tragt euch auf jeden Fall dafür ein. Wunderschön mit Übungen, mit auch mal einem Video, was Julia für euch gemacht hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Super, Julia. Vielen Dank. Ich freue mich über den Kurs, der kommt. Ich freue mich, dass du hier warst. Und an alle, macht was für euer Selbstvertrauen. Das lohnt sich, weil du danach echt so eine andere innere Stärke hast, die dich in allem unterstützt und beflügelt, auch was du vorhast.
Und das Thema ist so wertvoll. Und deswegen liegt es mir auch so am Herzen, Julia auch. Deswegen viel Spaß bei der Arbeit. Das lohnt sich definitiv. Genau. Dankeschön, Julia. Ich danke dir. Zum Abschluss, wenn ihr gerne etwas zurückgeben möchtet und euch der Podcast gefällt, wir haben ein Gewinnspiel noch bis Ende Juni. Wenn du uns eine 5-Sterne-Review mit deinen Worten, was dir am Podcast gefällt, hinterlässt auf iTunes, kannst du einen von unseren Stärkenfinder-Kursen gewinnen. Das ist ein 5-Tage Online-Kurs im Wert von 89 Euro, um deine eigenen Stärken aufzudecken, inklusive einem persönlichen Feedback von mir oder Caroline. Genau, um zu gewinnen, einfach eine Review hinterlassen und wir wählen Ende des Monats dann ein paar Gewinner aus, die dann den Kurs bekommen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Ciao. Tschüss.